Ich heiße Noah So und mich interessiert, was euch bewegt. Ich bin Musikerin, Autorin und Journalistin. Und jetzt bin ich mit meinem Kamerateam unterwegs, auf der Suche nach euren Geschichten. Heute bin ich in Gelsenkirchen. An dieser Hauptschule gibt es ein Problem. Der 16-jährige Timo wird von seinen Mitschülern fertig gemacht. Ihr einziger Grund: Timo ist schwul und steht dazu. Im Jugendzentrum neben der Schule bin ich mit Timo verabredet. Mit 14 wurde er in der Schule geoutet. Sein Kumpel Nico ist einer der wenigen, der zu ihm steht. Vom Rest der Schüler wird er seitdem gemobbt. Hallo. Hi. Na? Du bist der Timo? Ja. Hi. Noah. Hi. Hallo. Und du? Ich bin der Nico. Hi, Nico. So, leider treffen wir uns nicht zum gemütlich Mensch ärgere dich nicht spielen. Schade. Ja, sondern weil es ein Problem gibt. Also es ist so im Moment, dass es doofe Sprüche kommen. Auch schon so einige Szenen gehabt, wo sie dann in der Turnhalle meinten, der kommt gleich erst rein, wenn wir uns umziehen. Und jetzt so im Unterricht auch, wenn die Lehrer nicht da sind, von wegen, beschmeißen sie mich mit Ton oder bedrohen mich mit Messern. Also so heftig ist es dann schon. Also du wurdest schon mit einem Messer bedroht von einem Mitschüler? Ja. Alles klar. Also extrem wird es dann schon. Und das ist aufgrund von Homophobie, sagst du? Also ja. Schwulenfeindlichkeit, weil du geoutet bist? Ja. Und wie geht's dir dann, wenn sowas ist, wenn jemand sowas sagt oder dich sogar bedroht? Äußerlich stecke ich es weg, zeige es nicht so, aber im Inneren bin ich ganz am Ende. Also geht gar nichts mehr, da könnte ich einfach nur noch heulen. Timo erzählt mir, was er an seiner Schule erlebt. Tägliche Beschimpfungen und Beleidigungen lassen den Gang über den Schulhof zu einem Spießrutenlauf werden. Und es bleibt nicht immer nur bei Beleidigungen. Einige Male wurden ihm schon Prügel angedroht. Aus Angst isoliert er sich immer mehr und fehlt im Unterricht. Jetzt überlegt er, die Schule vorzeitig abzubrechen, weil er die Mobbing-Attacken einfach nicht mehr aushält. Was sagst du dazu als dein Freund? Kannst du es verstehen? Auf eine Art ja, auf eine andere Art finde ich es natürlich wieder doof, dass er die Schule verlassen will. Ich will mir mein eigenes Bild machen. Lehrer Ulrich Möller nimmt mich mit in Timos Klasse. Geben die anderen Mitschüler zu, dass Timo von ihnen fertig gemacht wird? Und warum stört es sie, dass Timo Männer liebt? Ich versuche, mit den Schülern zu reden. Er wird viel diskriminiert und viel fertig gemacht, weil er bi ist oder sozusagen schwul. Homosexuell. Homosexuell und der, also so gesagt, unsere Klasse findet das nicht gut. Wie soll ich sagen, so? Also passt gar nicht hier in das Bild rein von Hauptschüler Mettmannsweg. Ich finde das schön, dass er mit Homosexualität offen umgeht, aber zum Beispiel letztes Jahr, 2008 oder 2009, zeigt er sein Video zu mir so, wo er mit seinem Freund legt. Ich habe gesagt, was ist denn mit dir los? Was ich jetzt so raushöre von euch vor allem, ist, dass ihr euch total mit ihm ja beschäftigt eigentlich. Also Timo scheint euch wahnsinnig zu faszinieren. Timo ist der Einzige in seiner Schule, der ganz offen zu seiner Homosexualität steht. Wenn er verliebt ist, will er das genauso zeigen wie seine Mitschüler. Doch die haben damit ein Problem. Sie stören sich daran, dass Timo seine Homosexualität nicht versteckt. Stört euch, dass er offensiv mit seiner Sexualität umgeht oder dass er mit seiner Homosexualität offensiv umgeht? Das sind ja verschiedene Sachen. Seine Sexualität. Genau. Also das heißt, wenn er hetero wäre und würde ein Kondom auf den Tisch legen, das fändet ihr genauso daneben? Ja. Nein. Ja, auch. Machen wir unter Kollegen, machen wir solche Scherze natürlich, wenn ein Sozialpädagogen uns so Kondom und so geht, damit spielen wir, machen Luftballons dran, dann lachen wir alle zusammen. Aber wir wissen, dass der jetzt homosexuell ist, wenn der das macht, dann würde ich den erstmal so angucken, so... Eklig. Was denkt er sich schon? Ich glaube, alle von uns finden Diskriminierung ist doch eigentlich scheiße. Also Diskriminierung kann nichts. Oder kein Mensch möchte das haben. Das ist aber leider, muss ich ganz ehrlich sagen, tatsächlich genau das, was ihr macht. Mobbing und Diskriminierung. Timos Mitschüler finden ihr Verhalten scheinbar okay. Jetzt kann ich verstehen, dass Timo nicht länger zur Schule will. Ja, ist eine schwierige und auch eine mit Verlaub echt blöde Situation für dich jetzt, ne?
Ja, ich bin auch schon länger am Überlegen, irgendwie abzubrechen. Also jetzt schon, trage es schon länger mit mir rum. Doch ist die Flucht vor der Schule wirklich die beste Lösung? Wenn du einverstanden bist, würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal zu ein paar Leuten gehen, die das auch schon kennen, so Situationen, ne? Weil sie es vielleicht aus eigener Erfahrung oder auch professionell damit zu tun haben, Beratungen, sowas. Und mal schauen, ob die noch Ideen haben, wie man die Situation einfach lösen könnte vielleicht. Würde ich gern machen, also mich auch freuen. Erste Anlaufstelle, die Landeskoordinatorin der Antigewaltarbeit für Schwule und Lesben. Almut Dietrich ist hier Beraterin. Sie weiß, Timo ist kein Einzelfall. Während der Schulzeit werden Homosexuelle besonders häufig Opfer von Gewalt. Woher weiß man denn eigentlich, ob Gewalt widerfährt? Ist das nur, wenn man wirklich körperlich angegriffen wird? Auf keinen Fall. Also in meiner Arbeit ist mir sehr wichtig, da die ganze Bandbreite von Gewalt deutlich zu machen. Dazu gehört das, was Timo in der Schule erlebt. Das ist Mobbing. Mobbing fängt bei scheinbar harmlosen Beleidigungen an und geht über Drohungen, Ausgrenzung und Belästigungen bis hin zu körperlicher Gewalt. Und weil Timo wegen seiner sexuellen Orientierung gemobbt wird, nennt man dieses Mobbing Diskriminierung. Es gibt aber ein Gesetz, das Timo davor schützen soll. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Der Staat verbietet darin jede Form von Diskriminierung. Niemand darf benachteiligt werden. Wegen seiner Herkunft, seiner Religion oder seiner sexuellen Identität. Doch wie kann Timo dieses Recht in der Schule einfordern? Die Frage ist, wen solltest du verklagen? Normalerweise klagt man gegen einen Arbeitgeber zum Beispiel, der einem ungleich oder schlechter behandelt. Und das geht in deinem Fall schlecht, dass du die Schule verklagst, auch wenn du das dir vielleicht wünschen würdest oder vielleicht das was bringen, also so eine Idee wäre. Aber natürlich kannst du dich auf dein Recht zu lernen und zu lernen ohne Diskriminierung auch berufen und alle, die dich unterstützen, können das auch. Timo kann sich also auf sein Recht berufen. Doch sind die Lehrer auch bereit zu handeln? Ich will es wissen. Wenn natürlich, wie ich jetzt von Ihnen höre, auch Übergriffe stattfinden außerhalb des Unterrichts und wir die zu Ohren bekommen, werden wir natürlich dagegen vorgehen. Jede Form von Gewalt, physisch wie auch psychisch, wird bei uns in der Schule geahndet und verformt. Welche Stellen gibt es denn an der Schule, an die Timo sich wenden könnte, die ihn unterstützen, also mit richtig institutioneller Macht quasi, schwule Vertrauenslehrer, lesbische Vertrauenslehrerin? Die sich schon mal Vertrauenslehrer ist das einerseits, es ist die Sozialpädagogin, es ist die Schulleitung. Ich als Ansprechpartner bin auch bereit dazu natürlich. Sollte er mir mal gegenüber äußern, dass er sich massiv bedroht fühlt und auch darunter wirklich leidet, denke ich, schreiten wir ein. Theoretisch müsste er also nur die Lehrer einschalten. Doch Timo glaubt nicht daran, dass sich dann etwas ändert. Schließlich diskriminieren ihn schon länger fast alle aus seiner Klasse. Ich will Timo Mut machen. In einem Café habe ich ein Treffen mit Ross Anthony vereinbart. Auch Ross ist in der Schule gemobbt worden. Als Sänger von Brosis ist er zum Star geworden und hat sich geoutet. Seit 2006 ist Ross mit einem Mann verheiratet. Seine Meinung? Wer schwul ist, darf bloß nicht klein beigeben. Du musst diese schwierige Phase jetzt durchziehen. Ich würde nicht die Schule auch so abbrechen für irgendwelchen Typen, der dich versucht, dich zu verletzen oder irgendwas. Du solltest einfach nur irgendwie Kraft holen von irgendwo anders und zeigen, dass du noch das alles durchziehen kannst. Und nicht denen das Gefühl geben, dass du verloren hast. Natürlich, in die Schule ist es ganz, ganz schwierig, weil es gibt, die Jugend sind was anderes als die Erwachsenen. Ne? Und als ich gemobbt wurde, habe ich schon Tränen geflossen und war schon traurig und so. Aber wie gesagt, weil ich tolle Eltern gehabt hatte, die haben mich immer unterstützt und die haben gesagt, diese Leute sind einfach nur dumm und dämlich. Na, irgendwie in der Schule kam es auch so, dass ich mich geoutet bin. Ich habe mich so nur unter Freunden geoutet. Aber natürlich ist dann auch Familie dabei auf der Schule. Mhm. Kleinere Cousinen und die tratschen dann mal gerne. Und so kam es dann durch die ganzen Schule, haben sie mich gefragt und wenn mich einer fragt, sage ich nicht nein. Dann sage ich ja, wenn du doch schon weißt, warum fragst du denn dann eigentlich noch? Ja, also so war ich am Anfang und jetzt mittlerweile ignoriere ich es auch schon. Aber äußerlich zeige ich es nicht. Was du gemacht hast. Aber wirklich, das hätte ich in meiner Jugend nicht gemacht. Einfach nur, weil ich glaube, die Leute waren auch nicht bereit. Aber guck mal, was für einen Schritt du gemacht hast jetzt schon und wie leichter das im Endeffekt wird. Dann denk an die Zukunft.
Ross bewundert Timos Mut und bestärkt ihn, den Schulabschluss zu machen. Timos Mitschüler müssen damit klarkommen, dass Timo Männer liebt, weil das nichts ist, wofür man sich schämen muss. Unser nächster Termin führt uns zu Dominik Frohn. Er ist Psychologe. Und er hat eine Studie zu Homosexualität am Arbeitsplatz herausgegeben. Er soll Timo beraten. Wie soll er in Zukunft damit umgehen, dass er schwul ist? Hast du schon eine Idee davon, wie du dich verhalten möchtest, sobald du dann beim Berufsstart in einer ganz neuen Situation eigentlich nochmal mit neuen Leuten von vorne anfängst? Ich habe eigentlich vor, irgendwie das dann jetzt erstmal so mit meiner Erfahrung, die ich jetzt hatte, irgendwie ein bisschen zurückzunehmen. Also auch dann irgendwie erstmal die Lage abchecken, wie sie so ist. Und nicht, dass ich dann irgendwie direkt dann mich oute oder sonst irgendwie das einer bemerkt und dann direkt das alles wieder von vorne anfängt. Da gibt es in der Studie auch Ergebnisse dazu, dass wenn ich das mache, dass das Konsequenzen hat bis hin zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Also dass man irgendwie schlechter schläft oder man Atem oder so Bauchbeschwerden und halt dieses ganze Zeugs dann kriegt, weil das natürlich eine große Belastung ist, wenn ich ständig überlegen muss, was kann ich jetzt sagen, muss ich irgendwas ausblenden, muss ich irgendwas weglassen. Es ist also besser, man verheimlicht nicht, dass man homosexuell ist. Timo steht schon seit Jahren dazu, dass er Männer liebt. Und das ist genau richtig. Am Abend besuche ich mit Timo ein schwul-lesbisches Jugendzentrum in Gelsenkirchen. Denn Timo ist natürlich nicht der einzige schwule Jugendliche in seinem Stadtteil. Im Jugendzentrum sollen homosexuelle Mädchen und Jungen einen sicheren Raum für sich haben und sich in Ruhe austauschen können. Jugendleiter Marc Klaassen hat schon einigen bei ihren Mobbing-Problemen in der Schule geholfen. Und zwar ganz aktiv. Wir haben ja häufiger auch mal solche Fälle. Da sind wir teilweise hingegangen mit ein paar Leuten aus der Jugendeinrichtung, aus dem Jugendtreff, die dann mal über das Thema so ein bisschen aufgeklärt haben. Also sprich in die Klassen gegangen sind und gesagt haben, hey, hört zu, wir sind schwul, wir sind lesbisch, ihr habt die Möglichkeit, jetzt mal Fragen zu stellen. Wie könnte Timo das erreichen? Also vorausgesetzt, du hättest da Interesse dran, dass das bei ihm an der Schule auch mal stattfindet? Ja, entweder gibst du uns Namen von Lehrern und wir melden uns bei denen und sagen, wir haben gehört, dass es da enorme Schwierigkeiten gibt. Oder aber du gibst unsere Kontaktdaten an die Lehrer weiter. Die Hilfe von Marc Klaassen einzuschalten wäre eine mögliche Lösung. Aber hat Timo noch genügend Kraft und Mut, gegen das Mobbing in der Schule anzukämpfen? Noch zweifelt er. Ja, das ist eine ganz schwierige Entscheidung für dich. Sollst du aus dem Umfeld, das für dich sehr giftig ist, raus, damit du erstmal Ruhe findest und auch durchatmen kannst? Und da aber dafür die Schule abbrechen? Oder sollst du die Schule weitermachen, um vernünftig zu sein, aber dafür vielleicht ein Jahr lang noch kämpfen? Ich werde wohl, also ich versuche die Schule weiterzumachen und nehme einige Tipps und alle Sachen, so, die ich gekriegt habe, zum größten Teil mit. Was in der kurzen Zeit hat dich denn jetzt so überzeugt, dass du es dir nochmal überlegt hast und sagst, na, eigentlich erstmal noch mal Ärmel hochkrempeln? So die ganzen Informationen, was man machen kann. Und dann noch, wie Ross das alles erlebt hat. Der hat mich dann noch mal stark gemacht, richtig. Timo hat Hoffnung geschöpft. Es gibt Orte wie das Jugendzentrum, wo er sich sicher fühlen kann. Es gibt Aktivisten wie Marc Klaassen, die ihn an der Schule unterstützen können. Und es gibt Leute wie Ross, die es trotz Mobbing geschafft haben und ihm Mut machen. All das gibt ihm die Kraft, in seiner Schule nicht aufzugeben. Ich habe nur eine kleine Überraschung für dich. Ich wusste ja nicht, wie du dich entscheidest. Du hättest sie in jedem Fall gekriegt. Hier, das ist ein Ring mit einer Escape-Taste. Und wenn dir mal alles viel zu sehr auf den Sack geht, dann drückst du da Escape. Cool. Dann sieht es vielleicht gleich schon ganz anders aus. Danke. Gerne. Ich wünsche Timo viel Erfolg für alles, was jetzt vor ihm liegt. Und dass er in Zukunft vor allem positive Erfahrungen machen wird.